Stell dich uns noch mal kurz vor. Also, mein Name ist Ijlay. Ich studiere gerade im vierten Semester Medizintechnik an der Technischen Hochschule in Ulm und bin gleichzeitig Studienbotschafterin. Okay, denken wir mal zurück in die 10. Klasse. Was ging dir damals durch den Kopf? Okay, 10. Klasse. 4 Jahre zurück. Ich kann mich aber noch erinnern. Weil ich kann mich erinnern, dass ich sehr strukturiert war und schon wusste, was ich studieren möchte. Ich wollte dual studieren, auf jeden Fall. Und ich wollte entweder den Studiengang Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen. Und ich wusste auch schon, in welchen Betrieben. Deshalb habe ich mir gedacht, ja, ich bewerbe mich nur mal bei 2 Firmen. Und ich kann euch sagen, bewerbt euch nicht nur bei 2 Firmen. Weil, na, ich hatte auch bei den Firmen Praktikas gemacht, daher war ich mir sicher, ich werde eine Zusage bekommen. War dann doch nicht so, weil ich habe tatsächlich 2 Absagen bekommen. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum, aber irgendwie finde ich es jetzt gut, dass es so war. Und das hat mich damals, ja, sehr getroffen, wenn man so selbstsicher war, eine Absage zu bekommen. Wolltest du danach überhaupt noch studieren? Ich meine, das ist doch echt hart für jemanden, eine Absage zu bekommen, wenn man so strukturiert ist. Ja, es war hart, aber ich wollte auch weiter studieren, weil, wenn ich nochmal zurückdenke an die 10. Klasse, ich wollte ja Wirtschaftsingenieurwesen studieren und ich habe daher auch mein Bogi-Praktikum in dem Betrieb gemacht für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Und ich muss sagen, damals, ja, mir hat es nicht so ganz gefallen. Und es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich habe mich trotzdem innerlich überzeugt, dual ist gut, Wirtschaftsingenieurwesen ist gut, du machst es schon. Und bei dir wird es anders. Und tatsächlich war ich am letzten Tag meines Praktikums krank. Ich hatte Angina und ich musste zum Arzt. Und meine Hausärztin hat dann gesagt, du bist ja schon in der 10. Klasse, bald geht's hin zum Abi und möchtest du eigentlich studieren? Ich so, ja. Dann hat sie gesagt, schau dir doch mal den Studiengang Medizintechnik an. Der ist ganz interessant und der hat auch viele Zukunftschancen. Und ich habe gesagt, aber innerlich ging es mir so. Du bist meine Hausärztin, was juckt es dich, was ich studiere? Ich weiß, ich studiere Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen, also ja. Ich habe es zwar nicht anmerken lassen, aber ich war ein bisschen genervt davon. Aber irgendwie blieb es mir trotzdem im Hinterkopf und ich habe mich auch informiert, wo man studieren kann, in Ulm. Und bin dann auch zum Studieninfotag 2017 an die Hochschule in Ulm gegangen. Und mir hat es eigentlich sehr gefallen, aber ich war trotzdem irgendwie überzeugt von meiner Idee, dass ich dual studieren möchte und Maschinenbau, da habe ich so ein bisschen verdrängt. Aber als dann die Absagen kamen, habe ich es nochmal irgendwie in Betracht gezogen und es kam mir dann interessant davor. Da habe ich mir gedacht, vielleicht ist es doch so das, was ich machen sollte. Und Medizintechnik, ja, ist ein sehr interessantes Fach und ich bin gerade sehr froh, dass ich es gewählt habe und dass ich damals die Absagen bekommen habe. Okay, also der Name Medizintechnik kommt mir sehr fremd vor. Ich habe das zuvor noch nie gehört. Und ja, ich nicht. Vermutung von mir, bist du dann so ein Arzt, der Technik beherrscht? Oder was ist das genau? Also ja, Medizintechnik, damit kann man am Anfang nicht immer unbedingt was anfangen. Also wir haben im Studium medizinische Fächer, aber eigentlich ist es ein Ingenieurstudium. Das heißt, wir haben die medizinischen Fächer wie Anatomie und Krankheitslehre, um uns so ein bisschen ein Bild davon zu verschaffen, welche Probleme die Ärzte haben, welche Probleme es in der Gesundheit gibt, die man lösen kann mit technischen Lösungen. Also wir entwickeln dann sozusagen Geräte, wie CT-Geräte, MRT-Geräte, aber auch einfache Blutzuckermessgeräte, also ganz verschiedene Geräte. Also wir entwickeln Lösungen, die dem Menschen und der Gesundheit helfen und den Ärzten helfen, die Menschen zu untersuchen. Ja. Also es ist ein Mischfach und ich finde die Kombination sehr interessant, weil ich mich für die Medizin interessiere, aber kein Arzt werden wollte, weil ich ja, offene Wunden nicht sehen kann. Aber Technik hat mich auch immer interessiert, ein Ingenieur sein und Geräte entwickeln hat mich fasziniert und jetzt habe ich sozusagen eigentlich die Traumkombi, die ich haben könnte. Also das ist das Fach, was ich nochmals wählen würde, wenn ich nochmal in die Zeit zurückdrehen würde und nochmal studieren müsste. Okay, also es klingt echt interessant und ich bin jetzt schon am Ende der Kursstufe 1 und weiß immer noch nicht, was ich studieren soll. Vor allem kann ich auch nicht mehr an Angeboten wie Studienmessen teilnehmen,
aufgrund jetzt der Corona-Krise. Ja, die Corona-Krise hat uns alle irgendwie getroffen und natürlich kann man jetzt nicht an Präsenzveranstaltungen teilnehmen, um sich zu informieren, aber man kann sich online informieren, wie zuvor auf den Hochschulseiten, mal durchscrollen, welche Studiengänge einen so interessieren. Oder manche Hochschulen bieten oder Unis bieten sogar an, dass man an Webkonferenzen teilnimmt, um so nachzufragen, wenn man Fragen über Studiengänge hat und so sich ein bisschen erklären zu lassen, wie es so ist, wie so ein Studieninfotag virtuell nur. Daran kann man teilnehmen, das weiß ich, weil meine Hochschule macht das beispielsweise auch. Und ja, einfach damit die Message rübergeben. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie ihr recherchieren könnt, und geht einfach in euch, überlegt euch, was interessiert euch, und seid niemals traurig über eine Absage, weil ihr wisst nicht, was ihr dadurch vielleicht sonst erreichen könnt. Und was ist, wenn ich noch danach noch Fragen habe? Also, wie könnte ich dich erreichen? Also auch andere Stubos? Ja, es gibt mehrere Stubos und wir alle studieren nicht das Gleiche. Und ihr könnt uns auf der Webseite www.studienbotschafter.de kontaktieren. Also uns einfach eine Nachricht schreiben. Und wir freuen uns auf jede Nachricht und sind immer froh, wenn wir euch weiterhelfen können. Und manchmal kann es zu Verzögerungen kommen, wenn wir in der Klausurphase sind, wie jetzt gerade, aber ansonsten antworten wir immer relativ schnell. Okay, ich bedanke mich für die guten Antworten. Danke auch für das Interview.